Hunderttausende ohne Strom und Gas, Straßen und Zugstrecken gesperrt, viele Orte evakuiert, wenn es denn noch möglich war. Anderswo, wie hier in der polnisch-tschechischen Grenzregion, sind die Menschen vor den Wassermassen in die oberen Stockwerke ihrer Häuser geflüchtet und hoffen, dass der Dauerregen endlich aufhört. Doch ein Ende ist erstmal nicht in Sicht, weder in Polen noch in Tschechien, Rumänien oder Österreich. Und auch wenn die Lage hierzulande noch deutlich entspannter ist, Bayern meldet erste Überschwemmungen und auch Sachsen warnt dringend davor, sich in die Nähe von Flüssen zu begeben. Griet von Petersdorf mit einem Überblick über die dramatische Situation in unseren Nachbarländern. Eigentlich können sie nur zusehen, wie das Wasser immer näher kommt, die Einwohnerinnen und Einwohner von Prudnik, einer polnischen Kleinstadt an der Grenze zu Tschechien. Ins Trockene geht es nur noch durchs Wasser. Es fällt ihnen schwer, die Häuser zu verlassen. Bürgermeister Grzegorz Zawisław ermahnt die Anwohner, es könnte schlimm werden. Wir können diese Wassermassen nicht stoppen. Das Wasser muss einfach durch Prudnik durch. Das ist die brutale Wahrheit, die Realität. Darum fordern wir die Menschen ja auf, zu gehen. Der Strom wurde in Teilen der Stadt abgestellt. Auch telefonieren ist schwierig. Diese Anwohnerin ist zornig. Sie braucht dringend jemanden, der sie fährt. Schauen Sie mich an. Ich bin auf die Knochen nass und krank. Und mein Mann hat Diabetes. Wie soll ich denn jetzt telefonieren? Die Stadt Guchowase, eine halbe Stunde von Prudnik entfernt, in der Wojewodschaft Oppeln, hat es besonders schlimm getroffen. Fast der ganze Ort steht unter Wasser. Etliche Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Krankenhausmitarbeiter bringen das Wichtigste an eine sichere, trockene Stelle. Alles ist überflutet. Vor allem die Keller in der Chirurgie und im Lager. Jeder versucht nun zu retten, was zu retten ist. Es ist so furchtbar. Auch in der Slowakei, in der Region rund um Bratislava, wird die Hochwasserlage schwieriger. Es soll weiter regnen. Viele Straßen sind wegen umgestürzter Bäume nicht nutzbar und die Pegelstände steigen weiter an. Jetzt rufen wir die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nur, wenn es unbedingt nötig ist, rauszugehen. Sie sollen ihr Fluchtgepäck vorbereiten. Polen, Slowakei, Rumänien. Überall das gleiche Bild. Steigende Wasserpegelstände, Straßen, die zu Flüssen werden, Rettungsaktionen. Gerade in Rumänien ist die Situation besonders belastend. Mindestens 6 Menschen sind aufgrund des Hochwassers gestorben. Die Familie Socrotan aus Pechea im Südosten des Landes ist verzweifelt. Ihr Hab und Gut ist fast völlig zerstört. So hoch stand das Wasser, zeigt die Tochter. Das ganze Futter ist nass. Die Schweine habe ich noch rauslassen können. Doch die Hühner konnten sie nicht mehr retten. Auch die Apotheke des Ortes vom Wasser verwüstet, die Medikamente verdorben. Auch die Schubladen sind nass. Es wird weiter regnen, Entspannung ist noch lange nicht in Sicht.